Ihr wollt mit dem Gameboy sammeln anfangen? Ich habe in diesem Video einige Tipps, die euch den Start etwas erleichtern werden. Das Wichtigste ist natürlich zuerst die Hardware, denn ohne könnt ihr die Module logischerweise nicht abspielen. Das gliedert sich grob in zwei Punkte, und zwar einmal in die Original-Hardware und einmal um Emulations-Hardware. Was diese Emulations-Hardware ist, erkläre ich euch gleich. Fangen wir mal erstmal mit dem Originalen an. Das hier ist der klassische Game Boy, auch DMG One genannt. Das ist im Prinzip einfach die Modellnummer und deswegen spricht man davon. Das ist halt dieser wirklich relativ große, graue Begleiter. Es gibt natürlich dann auch später noch verschiedene andere Versionen, wie zum Beispiel den Game Boy Pocket, den Game Boy Color und den Game Boy Advance. Als großer Vorteil ist, alle diese Game Boys sind rückwärtskompatibel. In diesem Video gehe ich natürlich eher darauf ein, auf diese klassischen Game Boy Spiele, weil das mein Sammelgebiet ist, Game Boy Color und Game Boy Advance. Da habe ich leider keine große Expertise, deswegen werde ich da nur, wenn überhaupt, am Rande davon eingehen. Aber als gute Nachricht, wenn ihr wirklich Original-Hardware benutzen wollt, empfehle ich euch den Game Boy Advance SP1. Ich habe leider gerade hier keinen da zum zeigen. Das ist dieser aufklappbare Game Boy Advance. Der hat nämlich eine Hintergrundbeleuchtung und der frisst quasi alles, was Game Boy Spiele angeht. Also die Game Boy Originalspiele, die Game Boy Color Spiele und logischerweise die Game Boy Advance Spiele. Das ist natürlich, wenn ihr jetzt auf Original Hardware steht, das Beste. Wenn ihr Original Spiele auf dem Fernseher zocken wollt und nicht im Handheld-Modus, empfehle ich euch den Super Game Boy Adapter für das Super Nintendo, damit ihr logischerweise irgendwie ein Super Nintendo noch da haben, was ihr am Fernseher anschließen könnt. Das war auch damals ein super Add-on, womit ihr Game Boy Spiele quasi ja, auf den Super Nintendo auf dem Fernseher spielen konntet. Es gibt auch für den GameCube einen Game Boy Player. Der frisst ähnlich wie der Game Boy Advance alles bis zu Game Boy Advance. Ist allerdings, soweit ich weiß, schon etwas teurer in der Beschaffung, aber das wäre dann natürlich die Deluxe-Variante, was originale Hardware angeht. Bleiben wir aber erstmal bei dem originalen Game Boy, auch weil es mein Sammelgebiet ist. Und zwar gibt es da natürlich noch ein paar Tricks. Denn der Game Boy früher war vielleicht technisch auch schon damals etwas angestaubt. Da gab es hier welche wie den Game Gear, der schon irgendwie farbiges Display hatte und wesentlich besser erkennbar. Ihr kennt es alle, dieser Game Boy hatte dieses grün-graue Display, was allerdings keine Hintergrundbeleuchtung hatte. Und das, ihr brauchtet immer eine externe Lichtquelle, um damit vernünftig zu spielen. Das ist natürlich jetzt mittlerweile so eine Sache, man ist da wesentlich Besseres und wesentlich anderes gewöhnt. Aber es gibt Umbaumöglichkeiten. Und zwar, wenn ihr euch mal einen Game Boy besorgt habt von eBay oder ähnliches, achtet halt darauf, dass es einigermaßen funktioniert. Und es gibt verschiedene Umbaumethoden. Es gibt das IPS-Display, was man nachrüsten kann. Im Prinzip ist das auch nicht schwer, wenn man jetzt von der neuen Version IPS V3 ausgeht. Da braucht ihr keine Lötvorkenntnisse oder ähnliches. Das könnt ihr einfach aufschrauben. Da könnt ihr euch vorstellen, dass die Hauptplatine von Game Boy mit der Displayplatine durch so ein Breitbandkabel ja verbunden ist. Im Prinzip tauscht dann halt einfach dieses Display-Platine aus. Ihr merkt schon, ich bin nicht sehr technisch versiert, aber selbst ich habe den Umbau hinbekommen mit meinen Laienkenntnissen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch natürlich hier oben, falls euch das mal interessiert. Und dadurch erschließt sich euch eine ganz neue Welt. Ich würde euch wirklich aber empfehlen, von diesen Umbauten gibt es verschiedene. Es gibt natürlich verschiedene Qualitätsstufen und ich habe hier zwei, einmal zum Vergleich. Hier mit dem Grauen ist eine vorherige Version. Welche genau, kann ich euch leider nicht sagen, da ich die schon fertig gemoddet gekauft habe. Und hier in den wirklich sehr heftig gemoddeten, ich habe mir hier auch ein neues Gehäuse geholt, was ich mir individuell habe bedrucken lassen. Und da seht ihr schon, das ist wirklich ziemlich krass schon von der Qualität her. Während das eine zwar so ein bisschen hintergrundbeleuchtet ist, aber relativ verschwommen ist, habt ihr hier bei den anderen wesentlich klares Display. Ihr könnt durch verschiedene Farbmodi durchschalten und es ist alles fantastisch. Und wie gesagt, der Umbau ist wirklich nicht schwer. Nehmt für euch wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand, macht den Umbau selbst, traut euch ran. Es ist wirklich wunderbar, es ist ein ganz neues Spielerlebnis und damit habt ihr denn den idealen
alten neuen Gameboy, der auf wirklich moderne Sehweisen und Gewohnheiten wirklich ausgelegt ist. Das würde ich euch wirklich empfehlen. Ist nicht gerade billig, kostet schon ein bisschen 100 Euro. Ich habe mir dieses Kit bei Retro Six bestellt. Es gibt natürlich, das ist ein Händler aus England. Es gibt natürlich noch andere Händler, aber mit ich kann euch da wirklich keinen konkret empfehlen. Mit Retro Six habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht, aber es ist natürlich jetzt mit den Zoll und so weiter aus England so eine Sache leider geworden. Das zur Original-Hardware. Wie gesagt, ich würde euch entweder ein Advance SP 2 oder 1, ich bin mir gerade unsicher, wie da die Modellnummer ist, empfehlen. Oder wenn ihr beim Original bleibt, holt euch einen originalen DMG One und baut den um. Bisschen mehr Geld, aber das ist auf jeden Fall wert. Kommen wir jetzt zu den emulationsbasierten Systemen. Da gibt es einige, vor allen Dingen die Firma Hyperkin hat da so einige Produkte auf dem Markt. Das hier ist das Retron 5, was neben dem Game Boy, wo hier vorne die Spiele reinkommen, auch noch Super Nintendo, NES-Spiele und Famicom-Spiele übernimmt und Genesis natürlich, also das Mega Drive heißt es bei uns. Also wirklich ein Multifunktionsgerät. Aber was heißt Emulationsgerät? Emulationsgerät heißt im Prinzip, dass hier natürlich kein Original-Hardware drin ist, sondern ein kleiner Mini-Computer, so könnt ihr euch das vorstellen. Und darauf läuft ein Emulator. Ihr steckt das Modul denn jetzt hier rein. Der lädt sich die ROM-Datei, nennt sich das, also das Spiel als Datei, auf das System runter und tut so, als ob es ein Gameboy wäre. Hat natürlich einige Vorteile, ist bequem. Ihr habt dann so Vorteile wie Save States, das heißt, dass ihr jederzeit speichern könnt und so weiter. Dieses Gerät hier gibt das denn per HDMI-Signal auf ein Fernseher aus, was dann relativ nochmal hochskaliert ist und halt ein bisschen besser aussieht. Also Pixel bleiben natürlich Pixel, aber es sieht halt von der Qualität und von der Auflösung her etwas besser aus. Nachteil von diesem Emulationssystem ist es natürlich nur, dass es immer nur so tut, als ob es das Originalsystem wäre. Das heißt, es kann je nach Spiel schon mal zu kleineren Ungereimtheiten kommen. Im Prinzip die einfachste Variante wäre, dass irgendwie die Grafik nicht ideal oder nicht hundertprozentig irgendwie dargestellt wird, dass es hier und da mal zu irgendwelchen Glitches kommt, also zu irgendwelchen Pixelfehlern oder ähnliches. Oder wenn es natürlich ganz krass kommt, dass es wirklich diesen Spielablauf stört und zum Beispiel Eingaben nur verzögert verarbeitet werden. Für manche reicht dieses Emulationssystem, weil das natürlich auch entsprechend schon relativ ausgereift sind. Das heißt, die Fehler können vorkommen. Es ist natürlich immer besser, wenn ihr auf ein Originalsystem spielt, aber wenn euch das nicht so wichtig ist und ihr da nicht so empfindlich seid, sage ich mal, dann ist es gar nicht so wild. Dieses Hyperkin-System ist natürlich relativ teuer, kostet glaube ich so mittlerweile so irgendwas zwischen 150 und 200 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Deluxe-Variante. Hyperkin hat allerdings für den Game Boy noch einen kleinen Würfel letztens veröffentlicht, den habe ich persönlich aber noch nicht getestet, der nennt sich Retron SQ. Da frisst quasi alles bis so Game Boy Advance und wird auch an den Fernseher angeschlossen. Diese beiden Systeme kann ich euch empfehlen, also Retron SQ habe ich gelesen, dass es schlecht gestartet ist, aber wohl mit einen aktuellen Firmware-Update ist das wohl alles in den Griff zu kriegen. Als kleinen Geheimtipp, was Emulationssysteme angeht, wenn ihr ein Handheld haben wollt, kann ich euch hier diesen GB Boy Color empfehlen. Wie ihr seht, das ist natürlich ein billiges China, obwohl so billig ist es gar nicht mehr, China Knockoff, nimmt hier die Module auch, kann die abspielen, sind natürlich auch ein paar Spiele schon vorinstalliert, ist natürlich alles nicht gerade von Nintendo autorisiert worden, ist klar. Hat ein beleuchtetes Display, Nachteil ist natürlich so ein bisschen das Steuerkreuz und die Spieletasten, die fühlen sich so ein bisschen lasch an. Das ist nicht ideal, ich habe auch gehört, dass manche Leute das hier etwas umbauen und damit das etwas besser und responsiver ist. Allerdings kostet das Ding irgendwas zwischen die 40 und 50 Euro. Und für ein Gameboy mit Hintergrundbeleuchtung, auch wenn es nur ein Emulationssystem ist, geht das preislich eigentlich. Das heißt, bevor ihr irgendwie über 100 Euro für ein Gameboy, den ihr dann auch noch selber ummoddet, was dann auch nochmal kostet, sagen wir mal, ein gemoddeter Gameboy, wenn ihr das selber machen solltet, kommt der so auf 120, 130 Euro mit allen Teilen schon raus, auf jeden Fall. Und das ist natürlich schon preislich etwas besser, ist allerdings ein Emulationssystem und wie gesagt, das ist nicht ganz besser, toll, das Steuerkreuz, aber wäre vielleicht mal für euch eine Überlegung wert. Kommen wir zu den Spielen und genauer gesagt zu den Originalverpackungen.
Wir sehen im westlichen Raum so aus, das heißt in Nordamerika und bei uns in Europa, die sind also quadratisch. Ihr habt auf der linken Seite immer Gameboy stehen, hier natürlich das Logo des Spieles und hinten ein kleiner Beschreibungstext. Japanische Originalverpackungen sehen etwas anders aus, das ist dasselbe Spiel sogar. Die haben oft ein anderes Cover gehabt als hier, meistens etwas farbenfroher, etwas ausdrucksstarker. Und wie ihr seht, haben die ein anderes Format. Da werde ich jetzt aber jetzt nicht genauer drauf eingehen, nur sei euch gesagt, wundert euch nicht, dass das dabei dass etwas anders aussieht. Allgemein würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, solche Plastikschutzhüllen für eure Originalverpackung zu kaufen. Da passen die Dinger ganz passgenau rein und sind dann schön geschützt für euch im Regal. Kosten nicht viel, kosten immer zwischen 1 und 2 Euro das Stück, wenn ihr da ein paar mehr kauft. Das sollte also durchaus euch das Ganze wert sein. Was ist also da drin? Ich habe die Originalverpackung hier schon ausgepackt. Wenn ihr das aufmacht, dann habt ihr meistens eine Halterung. Diese ist entweder aus Plastik oder aus Pappe. Also hier in dem Fall ist das aus Plastik. Nicht wundern, es gibt beide Varianten, da nicht sofort verunsichert sein. Dort ist dann das Spiel in der originalen Hülle mit drin, die sich hier so schön öffnen lässt. Dann ist immer dabei ein Handbuch. Das ist nicht immer hier in diesem quadratischen Format. Die gibt es auch etwas ein bisschen rechteckiger. Und dann gibt es meistens noch irgendwelche Werbebroschüren mit dabei. Eine Garantiekarte hier für Club Nintendo oder halt auch ganze Poster. Das ist im Regelfall immer alles dabei. Ich kann euch leider nicht groß in die Tiefe eingehen, woran man hier jetzt Originalverpackungsfälschung erkennt, weil das nicht mein Kernsammelgebiet ist. Aber auf diese Faktoren solltet ihr wirklich darauf achten. Nur dann ist das Spiel auch wirklich komplett. Zustand muss natürlich immer etwas gucken. Die Kanten sind meistens immer etwas abgeschlagen. Ich persönlich finde es immer ganz sympathisch, wenn sogar noch alte Preise da sind. Das erhöht für mich auch so ein bisschen die Authentizität, dass das wirklich eine originale Originalverpackung ist und kein Nachbau, die natürlich sich demselben Motiv irgendwie immer widmen. Natürlich muss hier das Nintendo Qualitätssiegel drauf sein und so weiter. So sind also die Originalverpackungen ausgelegt und jetzt kommen wir zu den Modulen, wo ich euch auch noch etwas mehr zu sagen kann. Kommen wir zu den Modulen und da müsst ihr wirklich auf ein paar Sachen achten, denn es gibt Fälschung. Nicht nur von so teuren Spielen wie hier Trip World, was so ungefähr 150 Euro momentan kostet. Das ist ein relativ seltenes Spiel. Die Fälschung gab es damals und natürlich jetzt bei wertvollen Spielen gibt es die sowieso. Manche Fälschungen sind etwas plumper, manche nicht. Ich zeige euch gleich auch mal ein Beispiel von einer plumpen Fälschung. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Es wurden auch wirklich Billo 0815 Spiele gefälscht. Teilweise auch gut. Da wurde einfach damals ein ganz gutes Geschäft gemacht, ne? Da hat sich irgendwelche chinesischen Schwarzmakler dann die Dinge herausgepumpt ohne Ende. Ich gebe euch mal so einen groben Einblick, wo ihr das wirklich erkennen könnt, was alles drauf sein muss. Also hier oben, fangen wir an, steht auf jeden Fall Nintendo Game Boy. Das muss immer draufstehen. Hier habt ihr immer links und rechts einen grauen Rahmen. Und hier oben steht immer eine Nummer DMG, zum Beispiel hier T4NOE. Das ist der Spielecode. Ne? DMG heißt Game Boy für den Original Game Boy. Dann folgt immer die entsprechende Spielbezeichnung. Also hier T4. Ich nehme an, das wird irgendwie das vierte Spiel, was mit T anfängt, irgendwie sein oder ähnliches. Und dann hier der Kürzel NOE. Das ist für euch auch für die Sammelei nachher wichtig. Also NOE heißt Nintendo of Europe. Das heißt, es ist die europäische Version. Es gibt da viele, viele andere weitere Länderabkürzungen. Könnt ihr mal bei Wikipedia genauer schauen, was da was bedeutet. Da gibt es natürlich auch teilweise Unterschiede, denn Trip World, eine andere Version, nicht die europäische, wäre zum Beispiel billiger. Das heißt, es kann wirklich sein, dass durch diese kleine Buchstabenkombination der Wert eines Moduls entweder wesentlich höher oder wesentlich niedriger sind. Es gibt auch viele länderspezifische Abkürzungen, wie zum Beispiel FRG, steht für Federal Republic of Germany. Dann gibt es UKV, United Kingdom,
Version, nehme ich mal an. Aber wie gesagt, da gibt es viele, 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 die könnt ihr euch einfach mal bei Wikipedia anschauen. Und steht natürlich immer Made in Japan, ist klar. Hier oben habt ihr immer das Logo, ob es ein Einzelspieler oder ein Multiplayer-Spiel ist. Und hier unten habt ihr immer das Nintendo-Qualitätssiegel. Bei europäischen Versionen, ganz wichtig, muss dieses rund sein. Das machen einige falsch. Die US-Version, da ist es so ein bisschen oval. Dann natürlich hier herausragende Seite oder wenn es natürlich eine europäische Version ist, die nicht unbedingt nur für den deutschen Markt produziert wurde, gibt es hier natürlich dann entsprechend auch die englische Bezeichnung. Hier unten haben wir immer Nintendo stehen, hier haben wir immer den Pfeil. Und auf der Rückseite habt ihr hier eine Spezialschraube. Und hier seht ihr schon, ich habe einen Spezialschraubenzieher. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Gameboy-Spiele sammelt, euch einen Spezialschraubenzieher zu bestellen. Kostet irgendwie 5-6 Euro bei Amazon. Packe ich euch einen Link rein unten, falls ihr da einen haben wollt. Da gibt es keinen spezifischen, das ist hier so ein Multifunktionstool, was ich hier gerade habe. Dann haben wir hier natürlich hier auch diese Plastikgrillen, wobei die ganzen Fälschungen machen das eigentlich nicht viel anders. Und auch das Wichtigste ist das Plastik. Das darf nicht zu glatt sein oder ähnliches. Und was extrem wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr das hier auf dem Video gut sehen könnt. Hier ist immer, in diesem Bereich ist immer eine Nummer eingestanzt. Hier ist es zum Beispiel die 22. Die müsst ihr mal so ein bisschen gegen das Licht halten. Ich hoffe, das Video fängt es einigermaßen ein. Jedes Spiel hat diese eingestanzte Nummer. Fälschungen, auch wenn sie alles andere gut machen, haben meistens denn hier keine eingestanzte Nummer. Das sind so alles ein bisschen Indizien, die euch sagen, ist ein Modul echt oder nicht. Vor allem diese eingestanzte Nummer sollte für euch immer so ein kleines Sicherheitsmerkmal sein. Hier habe ich zum Beispiel ein Beispiel einer Fälschung, 102 Dalmatiner. Das ist wirklich eine sehr plumpe Fälschung, die ihr wirklich auf den ersten Blick euch erschließen könnt. Hier oben habt ihr zum Beispiel nur Game stehen. Nicht Nintendo Game Boy, sondern nur Game. Damit wisst ihr schon Bescheid, alles klar, das ist eine Fälschung. Auch die Plastikfarbe ist etwas anders und das Plastik fühlt sich sehr, sehr glatt an. Dann gibt es hier natürlich nicht die eingestanzte Nummer. Das Nintendo Logo ist oval und wie ihr seht, ich habe jetzt zwar hier so eine Abkürzung, aber die ist komplett unterschiedlich. Dieses Side Out, okay, das wäre so okay, aber hier fehlt das Made in Japan und das müsste hier weiter oben sein. Plus hier auf der Rückseite ist das etwas versiegelt, aber das ist hier keine echte Schraube, die ich hier mit diesem Schraubenzieher drehen kann, sondern das müsste wahrscheinlich eine normale Kreuzschlitzschraube sein. Fälschung. Wenn ihr allerdings auf Nummer sicher gehen wollt, zum Beispiel auch hier bei solchen teuren Modulen, hundertprozentig sicher könnt ihr natürlich nur zu Hause sein, weil wenn ihr irgendwie auf dem Flohmarkt seid oder ähnliches, könnt ihr das Modul nicht auseinanderschrauben. Aber scheut euch da wirklich nicht, das auseinanderzuschrauben. Ich mache das hier mal schnell, das ist wirklich hier nur diese eine Schraube zu entfernen. Und dann könnt ihr das Modul im Prinzip so ein bisschen aufschieben. So. Und dann seht ihr hier die Innerei. Und da müsst ihr dann Google quasi in Anspruch nehmen und das einfach mal gucken, zum Beispiel hier TripWord PCB oder Innerei, also wie das Modul aussieht, die genaue Formulierung oder Chip. Und dann müsst ihr das vergleichen. Sieht das wirklich genauso aus? Auch hier habt ihr so ein paar Indizien. Zum Beispiel hier steht DMG drauf. Müsste im Zweifel auch irgendwo Nintendo draufstehen. Auf jeden Fall habe ich das verglichen und das ist wirklich 1:1 genauso. Deswegen bin ich mir sicher, das ist wirklich echt. Nachbauten, Fälschungen haben meistens diese Chips hier nicht so offen, sondern da habt ihr so schwarze Plastikblobs. Das machen die ein bisschen, damit das etwas einfacher ist. Es ist, glaube ich, einfach beim Löten, wie gesagt, ich bin kein Lötexperte, und dass das so ein bisschen versteckter wird. Kein Originalspiel hat hier irgendwelche großen Plastikblobs, um die Chips zu verdecken. Das könnt ihr euch auch ohne Google im Hintergrund, hinter Hinterkopf behalten. Das ist auf jeden Fall falsch. Auf diese Weise könnt ihr wirklich sicher sein, alles klar. Das Modul ist einfach. Aber wie gesagt, es reicht eigentlich, wenn ihr auf dem Flohmarkt bei den meisten Sachen hier drauf achtet, ist es eingestanzt. Wie sieht das Modul allgemein aus? Also, ihr habt jetzt die Hardware, ihr habt die Spiele. Und jetzt kommt natürlich die große Frage,
Wie bewahre ich das am besten auf? Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ganz normal, wenn ihr keinen Platz habt, dann würde ich euch einfach irgendeine Kiste empfehlen, irgendeinen Schuhkarton oder ähnliches, was ihr da habt. Ich habe hier zum Beispiel auch so durch Zufall, durch den guten André, der mir das lieberweise zugeschickt hat. Vielen, vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle. So kleine Blechkisten in Gameboy-Look, sowas gibt's. Das hat er bei sich vom örtlichen Schnäppchenmarkt gefunden und ich mache Randale und es fällt alles um. Das oder einfach Schuhkartons oder ähnliches. Die Module sind ja nicht groß, die könnt ihr gut verstauen. Wenn ihr allerdings so ein bisschen Platz im Regal habt und das besser präsentieren wollt, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, wenn ihr das etwas platzsparender machen wollt, kann ich euch wirklich diese DS-Hüllen hier empfehlen. Also DS-Hüllen könnt ihr relativ günstig ersteigern im großen Pack und so weiter. Da hat das NES-Kommando ein wunderschönes Video zu gemacht, wie genau ihr das erstellen könnt. Da verlinke ich euch natürlich unten. Das heißt, ihr müsst hier im Prinzip hier unten mit einem Cuttermesser so ein bisschen was wegschneiden. Und dann passt dieses Gameboy-Modul hier eigentlich wunderbar rein. Dann für die Hülle gibt es hier verschiedene Seiten, wo ihr euch eine Vorlage ausdrücken könnt, drucken könnt. Und das packt ihr einfach dann hier rein. Und schon habt ihr eine relativ ansehnliche Präsentation. Das Modul ist geschützt und ihr könnt es hier wunderbar ins Regal stellen. Falls ihr noch andere Möglichkeiten sucht und sagt, ja, okay, das mit DS-Hüllen, ich will lieber die Module finden, gibt es auch zwei verschiedene Varianten, die ich für euch empfehlen würde. Und zwar ist die erste aus dem 3D-Drucker. Falls ihr Zugang zu einem 3D-Drucker habt, das heißt, wenn ihr sogar selber einen habt oder vielleicht irgendwie wen kennt, der einen hat, gibt es hier so wunderbare Aufsteller. Ihr könnt das hier im Hintergrund sehen. Damit stapeln sich die Module denn etwas hoch. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Ansicht, weil man das Cover auch immer sehr schön sehen kann. Und ich bin immer so ein Fan von diesen alten Covern und daher bin ich da sehr, sehr angetan immer. Nachteil ist natürlich, ihr braucht wirklich einen 3D-Drucker. Und es gibt natürlich 3D-Druck-Services im Internet, aber ihr braucht natürlich schon einige Massen. Auf diese Aufsteller passen 6 Module drauf und das kann natürlich je nachdem schon mal etwas ins Geld gehen. Ich bin da Fan von, auch das ist Geschmackssache. Falls ihr keinen 3D-Drucker in der Nähe habt oder zugänglich habt, aber gerne die Module ja sehen möchtet, kann ich euch hier diese wunderbaren Nagellackregale empfinden. Das sind so Acryl-Nagellackregale, die kriegt ihr zum Beispiel bei Amazon. Verlinke ich euch unten per Affiliate-Link. Auch da, wenn ihr draufklickt und das kauft, kriege ich eine kleine Provision. Ihr zahlt aber nicht mehr. Die sind eigentlich für ja, Nagellacke, wie der Name das sagt. Die passen hier rein, aber sind auch sehr, sehr gut für Gameboy-Module. Das ist hier so durchsichtiges Acryl, ist auch durchaus fest und das lässt sich auch prima ins Regal stellen und so habt ihr eure Module immer griffbereit. Das sind die Aufbewahrungsmöglichkeiten, die ich euch empfehle. Habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche Ideen, irgendwelche Lösungen? Ab in die Kommentare damit. So, und kommen wir jetzt einmal zum letzten Punkt und zwar, wo kaufe ich eigentlich den ganzen Kram? Ehrlich gesagt, ich kann euch da jetzt keine Spezialitäten, super Tipps geben. Es gibt natürlich die üblichen Wege wie eBay, eBay Kleinanzeigen und irgendwelche Facebook-Verkaufsgruppen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumgoogeln, dafür werdet ihr es schnell fündig. Ich möchte euch allerdings auch mal die Seite Retro Place ein bisschen ans Herz legen. Das ist im Prinzip eine große Auktionsplattform, die, womit ihr auch eure Sammlung verwalten könnt. Und dort gibt es für jede Spiele einen festen Eintrag. Und das sucht ihr euch ein Spiel aus und dann seht ihr, ob dafür Angebote da sind oder nicht. Preislich ist es ein bisschen so auf eBay-Niveau, ein bisschen weiter unten. Also ein Riesenschnäppchen erwarten euch da nicht. Ich finde es aber allerdings super bequem, einfach zum Kaufen und zum Verkaufen, weil das schon alles so voreingetragen ist. Ihr müsst euch dann nur noch kurz gucken, wie ist der Preis und dann könnt ihr euch das kaufen. Auch zur reinen Sammlungsorganisation ist das eine wunderbare Seite. Da gebt ihr halt einfach euren Code ein und könnt das Spiel der Sammlung hinzufügen. Ist für euch auch eine super Übersicht. Ich nutze die Seite sehr, sehr gerne zum Kaufen und zum Verkaufen, weil ich es wirklich, wie gesagt, einfach bequem finde. Ich habe unten euch einen Affiliate-Link zu dieser Seite reingestellt. Das heißt, wenn ihr darauf klickt oder was kauft, bekomme ich so ein bisschen eine kleine
mit Provision. Ist für euch natürlich nicht teurer. Das heißt, wenn ihr euch die Seite mal angucken möchtet, würde ich euch das empfehlen. Das wäre so im Online-Bereich, aber es gibt natürlich auch den Offline-Bereich. Da ist natürlich Flohmärkte. Der Gameboy wurde da millionenfach verkauft. Es gibt eigentlich fast auf jeden Flohmarkt, wenn es nicht irgendwie der hinterletzte Dorfflohmarkt ist, irgendwo welche Gameboy-Sachen zu kaufen. Guckt euch mal ein bisschen rum. Achtet allerdings darauf, da gibt es auch oft Händler, die teilweise deftigste Preise aufrufen, die höher als irgendwelche Ebay-Preise sind. Das heißt, recherchiert und macht euch mal so ein bisschen vor euch Gedanken, wie die Spiele da sind. Da bekommt ihr relativ schnell ein Gefühl, ob das jetzt viel zu teuer ist oder nicht. Was ich euch dazu auch noch empfehlen kann, sind Retro-Börsen. Jetzt in der Corona-Zeit war das natürlich so ein bisschen, Veranstaltungen, die stattgefunden sind. Eine Retro-Börse könnt ihr euch vorstellen, wie im Prinzip ist meistens irgendeine Location, eine Halle, Veranstaltungshalle oder ähnliches. Und da gibt es dann halt viele, viele Händler und Tische, auch Privatleute natürlich, die dann speziell Retro-Sachen anbieten, Retro-Spiele. Und da könnt ihr euch wirklich sicher sein, da werdet ihr immer fündig, da läuft ihr auch vielen Leuten über den Weg, die dasselbe Hobby und dasselbe Interesse mit euch teilen, ist super Gelegenheit, auch mal mit anderen, die diese Sammelleidenschaft verfolgen, in Kontakt zu kommen. Das kann wirklich so eine ganz groben Empfehlung, die ich euch fürs Kaufen und Verkaufen empfehlen kann. Ich hoffe, meine Tipps haben euch so etwas weitergebracht und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen freuen. Macht's gut, tschüss!